Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert und Der Kamera Micha freut sich wieder dabei zu sein, wie immer. genau, heute ist es nämlich wieder ganz natürlich und das ist nämlich eine ganz natürliche Deko-Idee für die Wand. Und da es ja jetzt zum Weihnachten hingeht, haben wir sogar ein paar Anis-Sternchen mit reingemacht. Die hatten wir noch vom letzten Jahr. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und das sind die Sachen, die wir heute brauchen. Und jetzt gucken wir einmal hier unten, Micha. Da habe ich tatsächlich heute schon angefangen. Und zwar ist das eine Leinwand. Da hatte Laura schon vor Jahren ein Bild angefangen. Und ich bin der Meinung, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Öl oder Acryl war. Also wirklich, ich muss da Laura fragen. Das war aber sehr, sehr dunkel, ganz viel Schwarz- und Grüntöne. Und da habe ich zeig das mal eben nur einmal mit der Kreidefarbe darüber gestrichen und es ist noch ein ganz bisschen feucht und man sieht auch noch wirklich hier, glaube ich, von dem Schwarz ganz leichte Flecken. Das stört mich aber nicht, weil ich habe mir gedacht, bevor ich die Leinwand im Müll schmeiße, weil die sollte schon auf dem Müll, weil Laura sagt, das Bild will sie nicht weitermalen, habe ich gedacht, nein, damit machen wir eine Deko. Und das eine ganz eine natürliche. Und deswegen zeige ich mal, was wir nämlich heute brauchen. Ich habe das Kokosseil. Dann habe ich einiges an Zapfen, Walnüsse denke ich nicht, aber das sind eben so die Tüten, die ich noch vom letzten Jahr habe, von Weihnachten. Dann habe ich hier das Curly-Moos, denke ich, das kann man ganz gut einarbeiten. Und natürlich heute, das Allerwichtigste ist das grüne Moos. Es gibt Moos, was schon behandelt ist. Das ist, ja, ich weiß nicht, durch Schockfrieren und Behandlung, so habe ich das verstanden. Ist das sehr langlebig und sieht super aus. Aber ich habe mir sowas noch nicht gekauft. Ich werde im nächsten Jahr werde ich damit anfangen. Ich möchte es gerne mal ausprobieren. Aber bis dahin nehmen wir das ganz normale Moos. Und ich glaube, hier habe ich jetzt auch noch so ein bisschen Zimtstangen und Anissterne habe ich wirklich noch so ein ganz paar. Ich hole die mal eben raus. Ganz wenige Reste noch vom letzten Jahr. Und es geht los. Ich habe vergessen vorzustellen, natürlich die Heißklebepistole. Und ich werde jetzt hier einfach, ich guck mal, in der Mitte mir einen richtig schönen Klecks drauf machen und nehme jetzt mein Kokosseil und werde mir das hier oben jetzt schon mal drauf fixieren. Einfach ein bisschen anhalten. Auch ein toller Tipp von einer Abonnentin mit dem Fingerhut, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine sehr, sehr gute Idee, weil teilweise ist es wirklich sehr heiß und man kann sich da ganz gut manchmal verbrennen. So, und jetzt habe ich den hier in der Mitte fixiert und ich nehme jetzt die Heißklebe, gehe hier wieder rum und mache mir das Seil noch einmal wie so eine kleine Schnecke rum. So, ich würde mal sagen 1, 2, 3. Ich habe drei Ringe gemacht und jetzt fange ich an, so ganz langsam einen Zwischenraum zu machen und ich nehme jetzt hier meinen Heißkleber, mache mir den hier ran und gehe jetzt hier, komme mit meinem Kokosseil oben rauf und werde mir das jetzt hier fixieren und ich werde das jetzt erstmal ein bisschen halten, damit das auch oben oder damit das auch bleibt. Und dann gehe ich weiter. Wenn das fest ist, kann man hier ganz locker jetzt sich so seinen Weg machen.
Und ich denke, so ist das ganz gut. So, ich bin jetzt hier einmal rum und die Idee ist jetzt, ich gehe jetzt hier wieder mit dem Kokosseil und mache mir jetzt hier wieder ein paar Umrandungen. Und ich möchte jetzt, indem ich jetzt mich nach außen arbeite, einfach immer ein paar Zwischenräume machen. Und das kann man jetzt wirklich, wie man das persönlich schön findet. Und meistens kommt das immer so beim Basteln. Wie gesagt, ich mache das heute auch das erste Mal. Ich hatte irgendwie die Idee. Eine Abonnentin fragte mich mal, kannst du nicht mal ein Moosbild machen? Und ich hatte ja eins im Badezimmer hier oben, könnt ihr noch mal in der Infobox gucken mit den Sukkulenten. Sie wollte aber ein richtiges Moosbild. Und dann hatte ich mir einen Kopf gemacht und da kam mir eben so diese Idee, als ich die Leinwand gesehen habe. Und wir probieren einfach mal aus, wie das funktioniert. Und jetzt kann man hier oben, gehe ich jetzt wieder, und so wie ich gerne meinen Abstand haben möchte, gehe ich jetzt mit der Heißklebe und mache mir meinen Kreis und mache das Seil oben drauf. Halte es fest und warte. So, jetzt gehen wir hier noch ein paar Mal rum. Und ja, was wichtig ist wirklich, wenn man mit dem Kleber, ich habe mir jetzt nämlich die Unterlage für den Heißkleber hier ein bisschen rangezogen, weil wenn das hier wirklich rauftropft auf die Leinwand und man macht den Kleber ab, da geht natürlich die Farbe ab. Man kann das natürlich super danach ausbessern oder wenn man da nachher das noch überklebt, dann sieht man es nicht. Aber es wäre natürlich ärgerlich, wenn es oben am Rand ist, wo es dann frei ist. Und von daher habe ich mir den jetzt hier so ein bisschen rübergezogen. Und ich werde jetzt noch ein paar Mal rumgehen, mir noch ein paar Lücken lassen. Komm, wir zeigen euch das mal, Micha, hier. Ich war ja vorher jetzt relativ wie eine Schnecke. Und jetzt fange ich an, hier wirklich ein bisschen auch aus dem Kreis herauszugehen. Und ja, genau, um da jetzt noch ein bisschen Lebendigkeit reinzukriegen. Einfach, wie man möchte. Und das mache ich jetzt noch mal eben ein paar Mal. So, und jetzt hier, ich finde, das reicht. Hier ist am Ende und da schneide ich es einfach nur ab und nehme jetzt den Heißkleber und drücke mir das hier ein bisschen ran und guck mal, könnte schon fast ein bisschen blumig werden. Aber gefällt mir sehr gut. Also wenn man so dabei ist, da entstehen wirklich Muster und das macht wirklich Spaß. Und die Idee ist ja, also nicht jeder hat so eine große Leinwand. Also das wäre jetzt wirklich Müll gewesen und deswegen habe ich jetzt die große. Das kann man aber super machen, auch mit kleinen Leinwänden oder vielleicht auch mit Juteband. Aber bei der Größe ist natürlich das Kokosseil ganz gut. Und jetzt sind wir fertig und jetzt würde ich anfangen mit dem Moos. Und zwar nehme ich mir jetzt mal eben das Moos. Ich fange jetzt bei diesem Stück hier mal an. Ich nehme jetzt den Heißkleber und werde mir jetzt hier die Lücke füllen. Und das Moos, was ich habe, lege ich mir jetzt hier rein. Ich möchte das nämlich richtig schön hier auch. Da komme ich gleich mit ein bisschen Moos und möchte jetzt genau das Muster, so wie wir das gelegt haben, mit dem Kokosseil, möchte ich gerne behalten. Und das ist ja wunderbar. Also es ist leider hier relativ nass. Trockenes Moos ist natürlich auch gut. Aber ja, mir gefällt das ganz gut. Guck mal, das ist doch wunderbar. Also mir gefällt das wirklich. Wie gefällt es dir, Micha? Sehr schön. Das ist ein richtiges Naturbild.
Das ist cool, oder? Aber ich finde, zum Frühjahr finde ich das so, reicht das perfekt. Aber da wir gesagt haben, wir haben es wirklich herbstlich und weihnachtlich ein bisschen, finde ich, kann man da tatsächlich auch noch ein bisschen Natur mehr reinmachen. Und ich habe jetzt ein paar Sachen rangelegt und ich finde wirklich nur ein paar Zapfen und diese Anissterne finde ich auch total schön, weil die so ein bisschen filigran sind. Die kann man auch ein bisschen, die kann man auch so aufs Jute-Seil legen. Aber ich denke, wir werden jetzt nur ein paar Zapfen noch fixieren mit Heißklebe und dann gucken wir gleich mal, wie es aussieht. Und ein paar Anissternchen, auch so halbe, finde ich auch immer total niedlich. Also ich persönlich mag die unheimlich gerne. Bei mir darf das auch im Gesteck oder wie auch immer nicht fehlen. Und es riecht auch so wunderbar. Und es ist, passt und fügt sich hier wirklich absolut gut in diese Natürlichkeit ein. Und ja, ich werde jetzt hier noch ein paar kleine rauf machen. Den Rest, den ich noch habe, also viel ist es nicht. Und das ist sie, die recycelte Leinwand, genau, von Laura noch. Und das ist echt klasse, nicht in den Müll gekommen. Ein bisschen Kokosseil und ein bisschen Natur und man hat so ein tolles Bild. Also ihr Lieben, wir hoffen sehr, dass wir euch heute inspirieren konnten. Dann freuen wir uns natürlich sehr über einen Daumen hoch. Kommentare, wir freuen uns immer wieder. Sehr, sehr, sehr vielen Dank nochmal dafür. Genau. Und auf Instagram könnt ihr uns gerne folgen oder auf Facebook. Da kommen immer so kleine Highlights, Stories und da werden wir uns sehr drüber freuen. Also, wir freuen uns die nächsten Tage. Es geht jetzt richtig weihnachtlich los, Micha, oder? Ja, da freue ich mich am meisten auf. Weihnachtsfan. Ja, hat er eben schon gesagt hier beim Dekorieren. Er freut sich jetzt. Sommer ist schön, sagt er. Aber Weihnachten ist richtig schön gemütlich. Also, ihr Lieben, bis die Tage. Eure Conny und... Euer Kameramann Micha. Genau. Tschüss. Tschüss.